It hurts and humbles. For every winner, a loser. For every triumph, a defeat. But on the horizon awaits a new season. A new opportunity. For redemption. For glory. For immortality. The brave will take to the pitch as warriors to battle, shoulder to shoulder, face to face. The hunger, the determination to push limits, to fight, to run, tackle, defend, attack, score, and celebrate. As the new season dawns, new stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challenges will emerge, new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second, the best game, our game. The new season awaits. Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem allerersten FIFA 13 Ultimate Team. Ich bin Dracer22, oder besser gesagt auf meinem YouTube heiße ich Dracer22TV, da Dracer22 leider schon vergeben ist, aber das macht nichts. Denn ich werde hier FIFA Ultimate Team zocken. Ich habe da schon mal ein bisschen vorgearbeitet, aber nur ein bisschen, habe ungefähr schon 103 Spiele gemacht. Ja, ich kann noch Kopf rechnen, super. Und werde heute zwei Spiele machen. Und dann schauen wir mal weiter, was sich dann so ergeben wird. Also, was ich alles noch zu FIFA 14 sagen kann. Oh, ich kann so eine Menge erzählen, das ist unglaublich. Auf jeden Fall, also die Unterschiede zu FIFA 13 sind schon, wie soll ich sagen? Also es gibt auf jeden Fall genügend, aber so unterschiedlich ist es gar nicht. Schauen wir jetzt erstmal meine zweite Mannschaft an. Hier Schmelzer und dann hier zwei aus der Primera Division, die brauche ich jetzt halt für die Liga, weil ich brauche zwei Spieler aus der Primera Division in der Startelf, denn sonst kann ich die Liga nicht spielen. Und ja, so sieht dann meine zweite Mannschaft aus. Und unten hier ist meine erste Mannschaft mit schon ein paar guten Spielern, teuren Spielern, wie Marco Reus, der 100.000 Münzen gekostet hat. Ist schon ein krasses Ding, dass ich schon so viele Münzen eingesammelt habe. Ach, egal. Jetzt kurz schauen, ob meine Spieler 99 Fitness haben. Nicht, dass sie dann nach 10 Minuten schon zusammenbrechen. So, dann können wir mal mit dem Spiel beginnen. Passt auf Weltklasse 6 Minuten. Könnte schon eine Herausforderung sein. Oh, jetzt kommt diese Übung, wie ich diese Übung hasse. Wie ich diese Übung hasse. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kenne die Steuerung vom Torwart nicht. Na komm, wie sollte ich den denn halten? Ach, das überspringe ich jetzt. Ich bin nicht hier, um zu zeigen, wie gut ich bei FIFA im Tor bin, sondern um zu zeigen, wie cool FIFA 14 Ultimate Team absolut, ist. Wenn sie ihre Form halten. Oder allgemein nur FIFA, denn eigentlich macht es gar keinen Unterschied. Fabrice Madoulet heißt der Schiedsrichter der heutigen Partie. Shaqiri. Zweikampf um den Ballbesitz. Komm, Shaqiri, mach eine gute Flanke. Ach, die Zahl stand irgendwie komisch. Und, tja, jawohl, Ball erobert. Shaqiri. Shaqiri, 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 Shaqiri.
Und das sieht nach einer guten Und Torchance aus. Claudio Pizarro, super, in der 6. Minute gleich das 1:0, das ist schon mal ein guter Start, ja, finde ich. Auch schön herausgespielt, schaut euch das an, schaut euch das Tor an, ein super Kopfball, der Torwart hat überhaupt gar keine Chance, da an den Ball zu kommen. Ja, das ist, ja, und da schaut er noch dumm aus der Wäsche. So, 1:0 Führung, finde ich gut. Die Allianz Arena, seit 2005 Heimspielstätte des FC Bayern München und des TSV 1860 München zählt mit Sicherheit zu den modernsten Einwurf, und komfortabelsten Stadien der Welt. Und bei Heimspielen des FC Bayern München erstrahlt die Arena in Rot und Weiß, bei denen des TSV 1860 München in Blau und Weiß. Und bei Länderspielen ganz in Weiß. Pizarro. Achtung, er macht Tore in Serie. Also, eigentlich brauche ich mich jetzt kaum zu konzentrieren, weil ich mich jetzt eigentlich nur Pizarro. Das Verteidigen einstellen muss. Denn. Na, schade, ich wollte das zweite Tor machen. Naja, egal. Also was ich noch zu den Unterschieden von FIFA 14 zu FIFA 13 sagen möchte, es ist einfach so geil. Ja, also zum Beispiel bei Ultimate Team kann man jetzt die Trikotnummer und auch den die Spielerrollen genau auswählen. Das finde ich erstmal sehr gut, weil ich habe bei FIFA 13 es echt behindert gefunden, dass der Torwart zum Beispiel die Nummer 2 hat. Und so weiter und so fort, und man die Spielerrollen nicht auswählen konnte, sondern erst im Spiel dann zum Beispiel bei den Freistößen erst einen anderen Spieler auswählen kann, oder bei den Ecken und so weiter, als Kapitän und so weiter. So, was gibt es denn noch für Unterschiede? Genau, die Formationen bei den Spielerkarten wurden komplett entfernt. Finde ich klasse, denn ich habe keinen Bock für die, also frühere bei FIFA 13. Habe ich da die Formation 4-2-1-2 Formation, und die war im Gegensatz zu den anderen Formationen teurer, weil die am meisten, glaube ich, benutzt wurde oder halt am beliebtesten war, und ja. Und deswegen wurde es entfernt, und jetzt kosten die Spieler ungefähr gleich. Aber es gibt noch eine Neuerung, denn es gibt so einen Kniestil. Bei der kann man die Attribute der Spieler verändern. Also es gibt unterschiedliche Kniestils, sowohl für den Torwart als auch für den Spieler. Ich kann euch später gleich diese Hilfe da bei den Dings da, bei der Mannschaft halt, kann ich euch genau erklären, denn momentan kenne ich mich auch nicht so. Nein, scheiße. Oh, der ging vorbei, Mann, ist das so mint. Naja, der ging, ja. Und. Schmelzer. Aber es gibt auch das normale Chemiestil, das ist Basic, und das benutze ich eigentlich hauptsächlich. So, was kann ich denn noch sagen? Also bei FIFA 14 gibt es total neuen Design. Ist halt so klasse, eher so Windows 8 mäßig. Oh, was ist denn das für ein Spiel? Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Kann keinen Ball annehmen. Naja, muss aufpassen, dass die Ecke kein Treffer wird. Raus mit dem Ball. Genau. So. Also neues Design, Windows 8 mäßig, finde ich auch viel besser als das, was davor war. Aber entwickelt sich möglicherweise was. Und genau, was gibt's denn sonst noch so Neues? Neue Spieler, neuen Verein, neue Bewertungen, und oh ja, die Bewertungen bei den Bayern-Spielern. Also ich bin ja Bayern-Fan, das kann man wohl sehr leicht erkennen, und ich finde, die Bewertungen sind dieses Mal etwas gerechter, oder halt, soll ich das sagen, es Sergio Busquets
ist viel besser als bei FIFA 13, denn zum Beispiel ein Alaba hatte damals 77, 78, weiß nicht mehr, so etwas mit zwischen 75 und 80, auf jeden Fall was, was dazwischen. Und jetzt hat er 81 und es ist... Natürlich spielt er dann viel besser, das finde ich halt voll gut. Eigentlich haben sich die Spieler hauptsächlich alle verbessert, glaube ich. Und vor allem Mandzukic und so weiter, die ganzen Spieler haben sich alle verbessert. Das finde ich sowas von gut, denn jetzt brauche ich, wie ich bei FIFA 13, hatte ich eine Mannschaft, die komplett irgendwie durchgemixt wurde, also von der Liga und so weiter. Da hatte ich nur 97 Teamchemie und jetzt habe ich halt vor, eine komplette Bayern-Mannschaft zu machen. Da die Spieler eine schon gute Bewertung haben, dass ich sie auch benutzen kann. Das Spiel ohne Ball. Komm schon, Pizarro. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er. Bei FIFA 13 hatte ich zum Beispiel Thiago Silva, Sergio Ramos, Gareth Bale. Wen hatte ich denn da noch? Sergio Aguero, Karim Benzema. Und ja, also das war schon eine gute Truppe, aber trotzdem, da ich finde, dass die beiden Spieler so eine gute Bewertung haben und solche gute Attribute haben, da brauche ich sicherlich kein Thiago Silva für 100.000 Münzen oder sonst noch was, ich weiß nicht, wie viel er bei FIFA 14 wert ist, ausgeben. Und ja, finde ich eigentlich schon gut. Kann ich mir einige Münzen ersparen. Und apropos Münzen, was ich noch zu den Bayern-Spielern sagen möchte, ist, dass die auch teurer geworden sind, aber trotzdem noch billiger als die Spieler, die ich vorher genannt habe. Und ja, also das wird auf jeden Fall nochmal ein großes Münzen sammeln, denn ich habe vor kurzem Marco Reus für 100.000 Münzen gekauft. Ist auf jeden Fall der teuerste Spieler, den ich jetzt hier im Kader habe oder insgesamt als Spieler. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, die Preise sind eigentlich fast bei jedem Bayern-Spieler gestiegen. Okay, oder halt bei den Neulingen zum Beispiel wie Mario Götze, ich glaube, der hat auch nur so 15.000 Münzen gekostet bei FIFA 13, jetzt kostet der 55.000. Ribéry 700.000, Arjen Robben 250.000, glaube ich. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hin und her spielen. Gibt's noch? Philipp Lahm, bei dem ist 30.000 geblieben, glaube ich. Und wen gibt es denn noch? Manuel Neuer, 50.000 bleibt auch. Diese, wen gibt es denn noch? Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Thiago, nur, ich glaube 450. Für so einen guten Spieler 450, den muss man einfach haben dann. Boah, brutal. Brutal, Sergio Busquets. Busquets, doa. Also ich glaube, der Gegner kann sich das in seinen kühnsten Spieler. Träumen nicht vorstellen, dass er diesen Rückschritt Alaba, genau, Alaba, der 3000, glaube ich, bei FIFA 13 kostet hat, auf jeden Fall unter 10.000 und jetzt 30.000 Münzen wert ist. Doch, das ist das Zehnfache, glaube ich, und schon extrem. Aber es passt schon. Ich will auch nicht sagen, dass die Spieler die Münzen nicht wert sind, sondern die sind es auf jeden Fall wert. Schweinsteiger auch. Was? 700.000 Münzen? Ne, nicht 700.000. 70.000 von 50.000. Oh, hat auch schon 20.000 Münzen mehr. Und ja, das ist schon teuer. Okay,
Was ich noch sagen wollte, was ich heute noch vorhabe, ist auf jeden Fall dieses Spiel zu Ende spielen und dann noch ein Online-Spiel zu machen. Und schauen. Also das ist ja eigentlich mein letztes Spiel bei dem Online. Shaqiri. Mir fehlt nur noch ein Punkt, damit ich den Titel hole. Also Aufstieg ist schon mal sicher. Nur wenn ich verliere, dann kriege ich halt den Titel nicht und kriege weniger Münzen. Das wäre natürlich nicht so gut. Und ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Ich habe auch geplant, bei jedem Let's Play einen Gold Pack, also Gold Premium Pack zu kaufen. Aber im Moment habe ich halt zu wenig Münzen. Ich muss dann schauen, wie viele Münzen ich dann nach dem Online-Turnier bekomme. Online-Saison-Spiel. Oder halt, ja, wenn ich halt. Ach, keine Ahnung. Und dann. Werde ich halt schauen, ob ich dann 7500 Münzen zusammenkriege. Wenn nicht, dann müssen wir das halt beim nächsten Mal verschieben. Den nächsten Spieler, den ich vorhabe zu kaufen, wäre bei mir jetzt Philipp Lahm. Danach wahrscheinlich Mario Götze. Also sowas kann ich mal sagen. Und die Spieler, die dann jetzt im Moment die Position spielen, also Philipp Lahm, Rechtsverteidiger, dann rückt Rafinha halt in die zweite Mannschaft und Rukavina werde ich dann verkaufen, bis das dann genauso wie bei Thiago, Götze wird super für ihn reinkommen, Franke. Thiago geht zweite Mannschaft und Mkhitaryan, boah, bei dem weiß ich es echt nicht, ob ich den verkaufen soll, behalten soll. Ist schon schwer zu sagen. Ich glaube, ich werde den behalten. Wer weiß. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel der wert ist eigentlich. Weil ich habe den auch aus dem Pack rausgebracht. Mit Fellaini und Totti in einem Pack. Das war auch schon mal ein Glücksgriff für mich. Finde ich schon. Und ja. Das Sergio Busquets. Werden wir dann sehen. Okay. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Minuten Wechsel bei den spielen. Gästen. Und der Schmelzer. Sieg ist sicherlich schon mal fest. Da gibt es, glaube ich, nichts mehr zu zweifeln. Außer, dass ich vielleicht manchmal die Konzentration verliere, denn ich bin nicht multitaskingfähig. Er will taktisch noch mal was verändern. Dass mich ich mich gut konzentrieren kann und darum wechselt er aus. Damit halt gut FIFA spiele und nebenbei noch dazu ein Ton machen. Was für Ton? So halt die Aufnahmestimme. Hier holt er bei sich FIFA. Sauber den Ball zurück. Und bei den Gästen steht in Kürze ein so. Wechsel an. Und komm, Pizarro, nein, wieso nicht? Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat und so ganz einfach war das eben nicht. Pizarro. Komm, Rodriguez. Tja, ja, da schade, scheint keiner vorbeizukommen. Durch, leider. Das ist die Möglichkeit, jetzt ein Konter. Das waren jetzt... Abseits. Er ist ja. Einfach zu früh gestartet. Passiert manchmal. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Sergio Busquets. Shaqiri. Tja, da muss er den Ball zum Torhüter zurückspielen. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Ja, da lässt er den Gegner ins leere Grätsch. Ja, wunderbar gemacht, sehr, Gegentor sehr schön. Das kassieren. Ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Er
macht seinen Job richtig einfach gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Der Schiri sollte normalerweise schon längst abpfeifen. Seit 10 Stunden. Nein, Spaß. Endlich pfeift ab und ich gewinne 2:0. Juhu, 2:0 Sieg. Die großen Spiele gewinnst du in der Defensive. Das ist wieder mal bestätigt worden. Ja, und das war überlegen geführt. Ein bisschen Betontaktik, aber wer zwei Spiele verbleiben und ich muss beide gewinnen. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Den Titel zu holen, aber das sollte normalerweise kein Problem sein. So, dann auf geht's zum Online-Spiel. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn das ist echt ein entscheidendes Spiel. Ja, hier, klar. Jetzt schaue ich mal, wie viel Münzen man bekommt. Also 4000 Münzen habe ich schon mal sicher. Das würde noch nicht reichen für den Dingenskirchen für ein Pack. Aber wenn ich Meisterschaft gewinne mit 17 Punkten, also mir fehlt noch ein Punkt, dann kriege ich 5000 Münzen und kann dann heute ein Goldpack öffnen. Also drückt mir die Daumen, dass ich gewinnen werde. Und hoffentlich einen leichten Gegner. Normalerweise sind die Gegner auf Liga 7 gar nicht so. Also ist schon so mittel, würde ich sagen. Manche sind echt gut, manche eben nicht. Und ja. Aber das liegt eigentlich. Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Ist eigentlich auch Formsache und so weiter. So. Kommt jetzt die erste Mannschaft. Passt. Und alle 99 Fitness. Passt auch. Und los geht's. Uah. Ein Unentschieden würde mir auch reichen, echt. Obwohl ein Sieg auch natürlich besser wäre, aber ein Unentschieden reicht auch. Schauen wir mal. Auswärts. Der Typ hat, glaube ich, so ein Flamingo-Dingens. Los, mach halt doch fertig. Haunted Panda. Haunted Panda. Blazeit. 420 Blazeit. Blazeit. Ach, keine Ahnung, was der Typ ist. Hat der jetzt abgebrochen oder was? Naja, das. Oh, hat der Juve-Trikot an. Gegen Italiener spiele ich überhaupt nicht besonders gerne. Ich glaube, das hat nichts allgemein mit Italienern so zu tun, sondern ich spiele halt wegen den Spielern. Und gerne wieder der. Klar, Verbindung wurde unterbrochen. Oder Moment mal, ich habe euch noch vergessen, was zu machen. Chemiestil Hilfe, genau. Hier zum Beispiel, das ist ein Basic-Spieler, bla bla bla. Dann gibt es noch hier Sniper, Finisher, DAD, keine Ahnung, Marksman, Hawk. Also es verbessert auf jeden Fall, man kann sehen, diese grünen Pfeile da. Also es wird dann halt, wenn das alles, glaube ich, grün ist, dann verbessert. Und ja, das finde ich schon mal gut, damit die Spieler alle unterschiedlich sind. Aber das macht halt trotzdem die Spieler unterschiedlich teuer. Hier gibt es noch was für Artist, Architekt, Powerhouse, Maestro, Engine. Engine habe ich sogar auf Thiago. Was verbessert Engine eigentlich? Tempo, Dribbling, Passen. Ja, das was ein Zentraloffensiver gut bräuchte. Alaba, Sentinel, Guardian, Gladiator,
Backbone, Anchor, Anchor, Hunter, Catalyst, Shadow, Shadow. Gibt's für heute auch noch Wall, Shield, Cat, Glove, Basic. Ja, Basic. So, dann können wir ja weitermachen. Wo sind denn die Gegner? Los, such die Gegner. Los, such die Gegner. Geht doch. Haben wir einen gefunden oder nicht? Jemand mit einem Headset, oh. Ich habe jetzt mein Headset aber nicht angeschlossen. Oh, die Latenz ist sehr gering. Hoho. Ich glaube, das könnte interessant werden. Oho, der deutsche Spieler sehe ich gerade. Olic, Mandzukic, Sidney Sampo, der ist brutal schnell. Perisic ist auch gut. Sebastian Kiel. Okay, der hat sicherlich noch nicht so viel FIFA gezockt wie ich, aber hat doch noch meine alte FIFA 13 Formation. Wenn, kann mich erinnern und ja. Okay, sein Headset nervt aber echt. Heute geht's ums Ganze. Schaffen ja, Sie heute es? Geht's echt ums Ganze. Noch den Titelgewinn zu holen und erreicht er schon ein einziger Punkt, dann wird der Traum wahr. Dieser Typ sollte echt mal sein Headset reparieren lassen oder ein besseres neues kaufen. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten. Ich hoffe, das Spiel laggt nicht so, weil wenn das echt so ein rotes Latenz-Dingens hat, das heißt, dass dann die Verbindung nicht so optimal ist. Und das wäre dann echt sehr schlecht vom Bild. Oder nicht halt vom Bild, sondern halt vom Spiel her insgesamt. Weil dann hängt es dann voll oft. Ja, oha. Ach, Mandzukic kriegt den. Ach, scheiße. Das war behindert. Ach, das war Martinez. Ja, weil ich habe gedacht, ein Spieler läuft da weiter und das war egal. Nurische Einnahme. Jetzt müsste er angespielt werden. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Javi Martinez. Müller. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Oh, schau, sowas meinte ich. Sowas regt dann in echt dann voll auf. Liverpool wurde im Jahr 1892 erbaut. Gilt als eines der ältesten Stadien der Welt. Hoffentlich und war kein das Gegentor. Erste große englische Fußballstadion. Das ist die Heimstätte des FC Everton und bietet momentan Platz für 40.569 Zuschauer. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Mandzukic geht zum Ball. Oder er holt sich den Ball. Lauf, 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 lauf. Flanke. Thiago ist zu klein. Und gegen Bordstube, glaube ich, zu gewinnen. Ah. Geklärt. Dante. Alaba. Rafinha. Müller. Na, wo passe ich denn schon wieder hin? Das ist ja unglaublich. Mein Passspiel ist echt katastrophal. Kiel. Bad Stuber. Sidney Sam. Mandzukic, was können wir heute von ihm erwarten, Frank? Der ist nicht nur vorne brandgefährlich, der arbeitet auch gut nach hinten und zerstört so das Aufbauspiel der Gegner. Rafinha. Alaba.
Marco Reus. Oh. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Rafinha. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und was war das jetzt? Voll von Rafinha oder was? Dass er nicht den Ball getroffen hat. Ach komm. Was soll der Scheiß? Das wäre überhaupt gar kein Fall. Kiel. Ah. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Schade, wieso habe ich den nicht umgesetzt? Oder überhaupt getroffen? Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder. Oh, lass doch meinen Reus in Ruhe. Oh, Reus, fall doch nicht runter, ging es bisher. Hallo? Klasse, Reus. Manuel Neuer, sicherer Ball. Sicher Ball verloren. Sicher Ball verloren. Lauf! Ja, abseits, war abseits. Werden sie aber mit Glück kiloweise zugeschüttet. Der stand vollkommen frei. Und Gott sei Dank. Soll ich denn hinspielen, echt? Toni Kroos. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Schon im Mittelfeld. Geh zum Ball, echt zurück. Katastrophe. Da wird er vom Ball getrennt. Rafinha. Ach komm. Ich kann gar nicht versuchen, irgendwie den Ball anzunehmen. Ohne dass ich dann den Ball verliere. Komm schon, Reus. Scheiße, echt. Badstuber. Marcel Janssen. Perisic. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Und der Angriff wurde gestoppt. Schiri, was denn? Mann, ist der behindert, echt. Und wieder geht der Ball ins Aus, das regt mich echt so auf. Bei FIFA 14 passiert das komischerweise sehr oft. Perisic. Kiel. Der Ball springt komischerweise immer irgendwie anders hin. Lauf, Reus. Lauf. Lauf, Reus. Lauf, schieß. Ach, schade. Guter Versuch. Wen hatte er denn eigentlich im Tor? Ich hab's jetzt nicht so im Kopf. Boateng. Ach, schade. Ich habe gehört, dass er englische Kommentator hat und jetzt habe ich das Tor. Mandzukic. Mandzukic. Und macht ein Cristiano Ronaldo Jubel, dass er auch gegen Galatasaray, glaube ich, gemacht hat. Ja, sehr schön. Das freut mich. Jetzt fliege ich 1-0 in Führung und kann sagen, dass der Spieler wirklich nicht so sehr fordernd ist im Moment. Aber im Fußball kann ja alles passieren und ich werde den Spieler trotzdem versuchen, keine Chance zu lassen. Und ja, Glück, dass der Schiri den Abseits gemacht hat. Aber es ist ja klar, Abseits. So. Mandzukic. Lauf, Thiago, lauf. Badstuber. Gut mit. Ach Müller, wo passt du denn hin? Für was mache ich den linken Stick nach unten? Nennt man das eigentlich Stick? Ja, ich denke schon. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Den Controller da bei der Xbox. Das Teil da links oben. Hau einfach ab. Hau einfach ab. Hau einfach den Ball raus.
Mandzukic. Eine knappe und Pause Halbzeit. Gut. Und ich führe 1-0 verdient. Hätte, glaube ich, auch höher führen können. Aber da kann man nichts machen. Er hat keinen Schuss aufs Tor. Echt. Wie wäre es, wenn ich mal ein bisschen defensiv spielen werde, nur um sicher zu gehen? Die zweite Halbzeit an. Komm, Mandzukic, Mandzukic, lauf. Und holt eine Ecke raus. Super Mandzukic. Ah, Ulreich, genau. Ulreich ist ein Tor. Ulreich ist ein Tor. Marco Reus. Haha, wieso geht Martinez nicht? Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Wer denn? Marco Reus. Ja, einer von ihnen, glaube ich. Haha, so ein Opfer. Perisic. Eine Rangelei um den Ball. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Mandzukic. Was soll er da anders machen? Ach, das war kein Handspiel. Schiri, was bist denn du für ein Assi, hech? Damit haben sie nicht gerechnet. Und Achtung, genau hingeschaut. Marco Reus. Mandzukic. Lauf, Thiago, du bist schneller. Komm, lauf. Flanke. Mandzukic macht ihn natürlich rein. Und wie er den macht. Und wie er den macht. Super Mandzukic. Aus diesem Grund habe ich Mandzukic im Sturm. Also genau aus diesem Grund. Ich brauche keinen Sergio Aguero und Karim Benzema, die zwar viel schneller sind als Mandzukic, aber wenn ich flanken will und einen starken Kopfballspieler brauche, dann habe ich Mandzukic. Und dieser Mann ist eine Granate. Egal, ob man Bayern-Fan ist oder nicht, man sollte den echt im Sturm haben. Ach, was läuft denn der da vor? Und, das war ein Stellungsfehler von Manuel Neuer. Echt, das war gerade Katastrophe. Ivica Olic, wie kann er dort durchlaufen? Ich weiß gar nicht, wie viel Tempo der hat. Oh mein Gott, das war jetzt echt peinlich, aber sowas war peinlich. Jetzt muss ich wieder einen kleinen Vorsprung rausholen. Echt. Nur weil ich so unkonzentriert war. Da läuft doch einer mit. Ich will doch nicht mit Mandzukic flanken. Ich will mit Mandzukic Kopfballtore machen. Und schon mal, wer da die Kopfballtore macht, das ist Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Und er ist bescheiden. Super Thiago, echt, das ist sensationell. Ein Kopfballtor. Ich glaube, der ist ja auch nicht der größte. Und ich glaube, der hat noch nicht mal 1,80. Und macht schon Kopfballtor gegen Bartstuber oder so. Was weiß ich. Also das ist eine tolle Leistung, die eigentlich keine super Bayern München Rolle. Super Bayern München Rolle. Super Bayern München Rolle. Klasse erwischt diesen Kopfball. Nein, Spaß. Hinter die Kurve aber glänzend. Aber der Typ ist echt voll mint. Dass ich ein Gegentor gegen den gekriegt habe, das ist echt schon peinlich. Steh auf. Flanke Reus, Mandzukic, Kopfball. Nein, Ulreich hält, aber wie behindert er den hält? Naja, er kann ihn halten, wie er will eigentlich.
Oh, der hätte eigentlich drin sein müssen. Mandzukic war frei und Martinez kommt frei zum Kopfball und sammelt ihn. Das ist echt schlimm, meine Chancenverwertung. Aber das ist in FIFA immer so gewesen und das wird auch immer so sein. Ja. Es zahlt sich aus, wenn man Standardsituationen wie Ecken übt. Das war ein guter Versuch. Perisic. Sicherheit geht vor und Rafinha dann raus. Aber irgendwie gibt es heute kein Vorbeikommen. Ich soll da nicht einpassen, wo da so viele gegnerische Spieler sind. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Und der Ball geht leider weg. Ja. Mandzukic. Lauf, Müller. Ach, scheiße. Da hat er Glück gehabt, dass er genau zur richtigen Zeit gegrätscht hat. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Mandzukic. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Da ist ein Spieler am Boden. Könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Aber jetzt startet er durch. Reus. Ja, abseits, ja. Das war klar. Die Spieler sollten mal besser aufpassen, wo sie echt stehen. Das machen die Spieler in echt auch schon. Aber fleißig Hände geschüttelt. Die Menschen umarmen sich. Auf den Straßen wird gefeiert. Auf jeden Fall noch 10 Minuten zu spielen und es sieht einfach nach Sieg aus. Ich glaube, der Zweifel ist, dass es hat sich gelohnt. Schon im er noch Mittelfeld irgendwie sind sie zwei Tore schießt. Daran glaube ich nicht. Fängt schon an, ein bisschen zu zocken. Ja, das heißt, dass er echt am Aufgeben ist. Der will nur mit mir spielen. Nuri Sahin am Ball. Perisic. Und das Schlimme dabei ist, er schafft es auch noch, einen Schuss zu machen. Scheiße. Und der Torwart, er ist da. Wenn ich Manuel Neuer nicht im Tor hätte, dann hätte ich sogar. Dann wäre der sogar noch reingegangen. Komm. Mandzukic! Oh, gut, dass sein Mandzukic nicht so gut ist wie meiner. Da habe ich echt den besten Mandzukic erwischt, den man nur haben kann. Mach das Tor. Ole, ole. Super Müller. Ole, 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 Super Müller, Super Müller, hey, hey, Super Müller, Super Müller, hey, hey, nein, passt schon wieder. Auf geht's. Ach du kleiner Junge, du hast doch eh schon verloren, du musst doch nicht mehr spielen. Mach ja gleich 5 Eigentore. Ja, liebe Zuschauer, das sehen Sie zu Hause an den Geräten natürlich auch. Der Mann wirkt müde. Oh, einfach mal eine Grätsche rein, ja. Du rückst mir auf, du blöde Sau, du. Müller. Mandzukic. Toni Kroos. Marco Reus. Kommt noch ein fünftes Tor, kommt noch ein fünftes Tor, kommt noch ein fünftes Tor, kommt noch ein fünftes Tor und es kommt ein fünftes Tor, es kommt ein fünftes Tor, es kommt ein fünftes Tor. So sehen die Bayern, die Bayern siegen so. Hey, Super Bayern, Super Bayern. Hey. Hey, Thiago wieder, Kopfballtor und der Schiri fast genau zur rechten Zeit, denn ich gewinne hochverdient 5. Jawohl. Oh, jetzt noch ein Pack öffnen. Och, ich hoffe, es kommt irgend so ein guter Spieler raus. Das bedeutet den Meistertitel für das Team.
Hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. 5000, ich bin mir sicher, 15. auch Ihnen. Ja, das reicht für ein Goldpack. So, jetzt kommt die richtige Spannung. Aber wahrscheinlich wird das eh wieder so billiger Scheiß, das nicht mehr zusammen 7500 Münzen wert ist. Aber man kann ja nie wissen. Und ich bin ein großer Fan von Risiko. Deswegen, auf geht's. Premium Gold Set wird aktiviert. Und Spannung steigt. Spannung steigt. Wen kriege ich? Wen kriege ich? Wen kriege ich? Es ist auch nur ein billiger Scheiß. Echt. Na, Billigspieler. Trainer. Türkische Liga brauche ich. Kann man immer gut gebrauchen. Verträge. Kann man gut gebrauchen. Und schaut mal, was für ein Stadion ich habe. Santiago Bernabéu Stadion. Wow. Maestro. Maestro. So. Die ganzen Spieler tue ich jetzt einfach mal auf die Transferliste. Oh, Santiago Bernabéu. Da ist ein dickes Fragezeichen, wie viel dieses Stadion wert ist. Aber im Moment würde ich sagen, dass es doch kein gutes Pack war. Aber trotzdem, naja. So, ich habe jetzt zwei Spiele gemacht. Es ist Zeit, dass ich meinen ersten Let's Play beende. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Denn ich bin jetzt Liga, also beim Online-Saison bin ich jetzt Liga 6. Und bei Einzelspielersaison sieht es auch recht gut aus. Hoffe, dass ich dann auf die Liga 2 komme. Sollte eigentlich schon sicher sein. Und wann ich dann das nächste Video hochlade, das ist bei mir immer ungewiss. Ich weiß nie, wann ich Zeit habe, Let's Plays zu machen, wegen der Schule und so weiter, wann ich lernen muss und so weiter. Und naja, hoffe bald, dass ich so schnell wie möglich meinen zweiten Teil hochladen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Tschüss, bis dann.